Ja, der Luca. Und immer da. Wegen dem Zähneputzen. Aha. Jawohl. Ja, das ist zum Verzweifeln. Er regt mich so auf. Ja, wer denn? Was ist los, Schmutzli? Ja, unser Esel. Meinst du, der würde jetzt die Masken anlegen? Ums Verrotten nicht. Das müssen doch jetzt alle. Ja, schon nicht alle. Aber lass den rum. Der Esel, weißt du, wir können das ja sowieso nicht gehen. Auf Psyche. Ja, wer? Ist das dein Ernst? Ja, nein. Das geht nicht. Weißt du, wegen der Abstände und so. Aber da sind doch alle traurig, wenn wir nicht kommen. Die meisten planen ja jetzt schon. Ja, ja, weißt du, das stimmt schon. Mir geht es so gleich wie dir. Aber weißt du, der Bundesrat sagt es. Ja, wer? Der Bundesrat? Das ist doch ein Klaus. Nein, nein, der Sepp bin ich. Aber weißt du, er hat ja sogar recht, der Bundesrat. Ja, aber Sammy Klaus, weißt du, mit dem vielen Zeug, das wir haben, da können wir doch nicht einfach alles selber essen. Ja, und Dingeli. Weißt du, wie die enttäuscht sind? Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Weißt du, ich habe eine Idee. Und zwar könnten doch Kinder von St. Gallen und der Umgebung könnten ja zum Beispiel eine Zeichnung zeichnen oder ein Sprüchli aufsagen und uns per WhatsApp schicken. Das ist eine super Idee, Sammy Klaus. Du bist der Beste. Ja, und dafür kommen jetzt von uns noch kleine Überraschungen über. Ja. Aber wie geht denn das genau? Ja, weißt du, Mutzli, das ist heute keine Sache mehr. Heute hat ja ein Fan jeden Esel ein Handy. Gar nicht gewusst. Unser Nächte auch. Aber weißt du, wie wir das ganz genau machen, das erzähle ich dir später. Au, oh, da bin ich dann aber gespannt. Da gibt ja wieder ein richtiges Abenteuer. Ja, das glaube ich auch. Du und übrigens, unsere Engel, die haben doch ein Lied zum Abenteuer. Ja, sollten wir es gerne mal singen. Ja, noch so gern. Klaus, komm, spiel doch noch die Gitarre dazu. Ja, okay, komm, dann machen wir. Also, sind wir bereit? Ja. Schön, aber jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Sprüchli oder eine Geschichte. Du, da kommt mir in den Sinn, ich hätte ein Sprüchli, das eigentlich auch eine Geschichte ist. Soll ich das eigentlich mal aufsagen? Ja, noch so gern. Ja, ihr lieben Kind und andere gescheite Leute, es freut mich, dass ich bei euch auf Besuch bin heute. Ja, habt keine Angst, schaut mich doch an. Ich bin kein Böser und kein wilder Mann. Aber euch nimmt es vielleicht Wunder, woher dass ich komme. Die kurze Geschichte erzähle ich euch jetzt drum. In einem fernen Land ist es passiert und lang ist es her. Da hat ein reicher Bub gelebt. Der hat es sehr schwer. Seine Eltern sind früh ums Leben gekommen. Die grosse Trauer hat ihn nicht mehr losgelassen. Doch dann hat er angefangen, all sein Reichtum den armen Menschen zu geben. Und bald hat er in seinem Leben wieder einen neuen Sinn gesehen. Er hat den Menschen Gottes Liebe gezeigt und hat die frohe Botschaft wie der Jesus in die Welt rausgetragen. Der Nikolaus, so hat er geheissen mit Namen, hat einen Haufen Menschen geholfen. Kinder, Frauen und Männer. Die haben ihn dann
zu ihrem Bischof gemacht. Die ganze Stadt hat vor lauter Freude gelacht. Als Bischof hat er die Stadt gerettet vor einer Hungersnot. Er hat den Menschen gegeben, was sie gebraucht haben, nämlich das tägliche Brot. Doch dann, am 6. Dezember, ist er gestorben, als alter Mann. Doch jetzt hat er uns ausgeschickt, für ihn in die Welt rauszugehen. In seinem Namen sind wir unterwegs heute und fringen von Tür zu Tür feine Sachen den Leuten. Und auch heute noch soll das ein Zeichen von Gottes Liebe sein, weil Gott liebt alle Menschen, egal ob gross oder klein. Ja so, aber jetzt habe ich genug geredet, jetzt bin ich still. Aber vielleicht gibt es da noch ein Kind, das ein Sprüchli aufsagen will. Ja genau, jetzt müssen wir aber dann schon noch genau sagen, wie sie es dann machen müssen. Wo sie ihre Sachen hinschicken müssen. Ja, aber das stimmt, aber was machst du da Komisches? Ja, 079 habe ich gelegt. Das ist eben die Nummer, wo sie ihre tollen Sachen hinschicken können. Ja, so gut, Schmutzli. Mit dieser Nummer. Also, hört mal, Kinder. Jetzt ist also das so. Ihr könnt jetzt zum Beispiel eine Zeichnung machen oder ein Sprüchli einstudieren. Die Zeichnung kann dann die Mami oder der Papi oder sonst jemand mit dem Handy föteln und uns per WhatsApp schicken. Oder Sprüchli könnt ihr als Sprachaufnahme aufnehmen oder auch ein Video machen, das freut uns natürlich auch. Und dann ist ganz wichtig, dass ihr uns natürlich noch den Vornamen und den Namen und die Adressen angebt. Sonst können wir euch ja das Päckchen nicht schicken. Ihr kommt alle eine Überraschung über. Alle, die uns etwas zukommen lassen. Wir freuen uns auf eure Beiträge.